SIBO. Ja, was kann ich dagegen tun? Hi, hier ist Matthias von der Praxis Family. In letzter Zeit werde ich immer wieder mal angeschrieben und gefragt, sag mal, weißt du auch was zum Thema SIBO? Was macht man denn bei SIBO? Ich habe SIBO und ich habe mich lange gefragt, was ist denn SIBO? Ich kenne doch gar nicht dieses Wort SIBO. Ja, ist das jetzt von der Sesamstraße ein neuer Mitspieler oder wer ist SIBO? Nein, SIBO ist eine Abkürzung für Small Intestine Bacterial Overgrowth. Das heißt ganz einfach eine Überbesiedelung mit Bakterien im Dünndarm. Ja gut, das kenne ich. Das behandeln wir schon seit vielen, vielen Jahren und das ist jetzt für uns nichts Neues, aber wie es oft so ist, in der medizinischen Welt gibt es dann oft irgendwelche neuen Wörter für einen alten Hasen. Okay, was heißt das jetzt? Im Dünndarm und im Dickdarm haben wir Bakterien. Das war lange Zeit, war das in der medizinischen Welt nicht so klar. Bis heute nicht. Es gibt immer noch eine Vielzahl von Medizinern, die ganz klar gelernt haben und auch behaupten, Dünndarm hat keine Bakterien, die sind im Dickdarm. Wenn die im Dünndarm sind, dann sind sie falsch. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht. Wir haben im Dünndarm jede Menge Bakterienstämme, hunderte, vielleicht tausende Bakterienstämme, die uns bei unserer täglichen Verdauung helfen. Und die sind aber ganz anders als die im Dickdarm. Wir haben im Dickdarm ganz andere Bakterien als im Dünndarm und die haben auch miteinander nichts zu tun. Ja, man kann das so sagen, im Dünndarm, ja, Dr. Nemetschek hat ein schönes Beispiel mal gebracht, im Dünndarm sind die Bakterien wie die Vögel und im Dickdarm sind sie Fische. Und Fische und Vögel passen einfach nicht zusammen und es entstehen Probleme. Das heißt, dieses Overgrowth-Thema, dieses Überwuchern vom Dünndarm hat mehrere Aspekte. Der erste Aspekt ist mal, dass es sein kann, dass Dickdarmbakterien in den Dünndarm gewuchert sind. Das kann unter bestimmten anatomischen Bedingungen der Fall gewesen sein oder einfach aufgrund von Ernährungsfehlern oder anderen Dingen. Warum Ernährungsfehler? Wenn ich mich ernähre mit Mitteln, die ich nicht gut vertrage, dann landen die im Dünndarm, aber sie werden nicht richtig verdaut. Und dann bleiben sie relativ unverdaut und kommen an Stellen im Dünndarm in die Nähe vom Dickdarm, wo sie eigentlich gar nichts verloren haben. Und dann kann es sein, dass durch diese Ileozökalklappe, also diese Klappe, die das trennt, Dickdarm und Dünndarm, Bakterien in die falsche Richtung schwappen. Gleichzeitig kann es sein, wenn ich zu Verstopfungen neige, dass einfach mein Essen viel zu lange im Darm ist und dass es deswegen auch zu einer bakteriellen Fehlbesiedelung im Dünndarm kommen kann. Die Lösung sagen wir gleich noch. Dann kann es sein, dass ich durch das falsche Essen, auch da wieder Lebensmittel, auf die ich unverträglich bin, auf die ich irgendwie mit Unverträglichkeit, mit Entzündung, mit Allergie reagiere, ohne dass ich das merken muss. Manchmal merkt man es, meistens nicht, dass es eine stille Entzündung im Darm gibt. Wenn ich diese Lebensmittel esse, das können bestimmte Sachen sein, wie Milchprodukte oder Weizen oder Gluten, vor allen Dingen diese, aber auch Fleisch, Fisch, Eier können das auslösen, dass ich quasi diese chronischen Entzündungen im Darm kriege, dann kann es sein, dass mein Darm einfach kein schönes Milieu mehr ist für meine Bakterien und dass sich diese Bakterienansammlung verändert. Dass also gute Bakterien sich reduzieren und Platz machen für schlechte Bakterien. In dem Fall aus dem Dickdarm oder aber auch Bakterien, die auch anaerob sind. Anaerob heißt, die nicht Sauerstoff brauchen und die ich überhaupt nicht da haben will. Also pathogene Bakterien oder Pilze oder Parasiten. Das kann sich natürlich auch alles ansiedeln und gehört mit zu dem Spektrum SIBO. Und da geht es dann darum, diese chronischen Infektionen in den Griff zu kriegen. Und eine gute Möglichkeit ist natürlich, dass man die Ernährung zum einen anpasst, dass man austestet, was brauche ich, was nicht. Mit unserem Dr. Mama System überhaupt kein Problem, kann man ganz leicht rausfinden. Und dann kann man durch die Ernährungsumstellung die Entzündung reduzieren und dann kann sich der Darm wieder beruhigen und wieder stark werden. Der Dünndarm kann dann wieder seine alte Familie entwickeln an Bakterien, an Mikrobiom. Das zweite ist natürlich, dass ich eventuell Stoffe einnehme, die dann die Pilze reduzieren oder Parasiten reduzieren oder einfach die Bakterien, den guten Bakterien helfen, die alten zu verdrängen.
Einer der Stoffe, die da wirklich richtig gut sind, ist das Inulin. Wenn man Inulin einnimmt, Vorsicht, es kann sehr stark wirken. Man muss am Anfang ganz vorsichtig damit dosieren. Am besten so eine kleine Messerspitze nur. Wenn man das gut verträgt, kann man dann bis zu einem Teelöffel dreimal täglich gehen. Inulin ist das Essen für die Dünndarmbakterien. Wir haben vorhin das Beispiel gehabt, Vögel und Fische. Es ist Vogelfutter. Ja? Und die Fische mögen das nicht, die gehen dann weg. Und die Vögel werden stärker. Also mit Inulin kann ich quasi meine Dünndarmbakterien stärken. Was kann noch dazu führen, dass ich SIBO kriege? Vergiftung. Wenn ich meinen Dünndarm vergifte mit zum Beispiel Pestiziden, Herbiziden, Insektiziden, ja, ein ganz geläufiges, was wir kennen, ist Glyphosat, aber es gibt auch andere, die sorgen dafür aus der Ernährung quasi, dass sich das anlagert in meinen Darmwänden und in dem Mikrobiom, in dem Biofilm, der da ist, und dann sterben die guten Bakterien weg und es überleben die schlechten. Dann kann es sein, Vergiftung durch Schwermetalle, Quecksilber, Aluminium als Leichtmetall, was haben wir noch, Cadmium, Blei, also solche Sachen können in meinem Darm sich auch anhäufen. Besonders dann, wenn ich sie nicht binde, wenn ich also keine Bindemittel einnehme für die Schwermetallentgiftung. Das ist ein anderes Thema, haben wir auch schon mal ein Video zu gemacht. Wir haben einen kostenlosen Schwermetallentgiftungskurs, da könnt ihr euch eintragen, da lernt ihr dann, wie ihr die Dinger rauskriegt. Also das ist auch möglich, dass das eine Ursache ist für eine Fehlbesiedelung, also für Sie. Und das andere, was noch sein kann, was man immer wieder vergisst, ist der Elektrosmog. Die elektromagnetischen Felder, die euch die ganze Zeit umgeben, vor allem die ihr selber macht, also WLAN, Schnurlustelefon, Handy, das sorgt dafür, dass Stress entsteht für die Keime im Darm und dass dann auch die unter Umständen Pathogenen mehr werden und die guten weniger werden. Ja, was mache ich jetzt damit? Es geht darum, an die verschiedenen Ursachen heranzugehen. Also ich muss gucken, gibt es Nahrungsmittel, die ich nicht vertrage? Habe ich eine chronische Infektion im Darm? Habe ich eine Vergiftung im Darm? Sollte ich mal auf meinen Elektrosmog aufpassen? Oder gibt es noch andere Themen, die irgendwie mit meinem Darmsystem zu tun haben? Und das gilt es umzustellen. Ist es sinnvoll, Bakterien zu nehmen in Form von Tabletten oder Pulver? Meistens nicht. Ja, die gibt's und ja, da gibt's richtig gute Qualität, aber meistens reicht das nicht. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt im Dünndarm, habt ihr eine Familie. Das sind hunderte verschiedener Stämme, die alle miteinander kommunizieren, die ganz fein zusammenleben und zusammenarbeiten. Und jetzt geht ihr her und bringt in dieses Konstrukt, das jetzt erstmal durch irgendwelche Dinge zerschlagen wurde und am Boden liegt und geschwächt ist, da bringt ihr jetzt 8 Stämme rein. Oder 10 Stämme. Das ist das, was die Bakterien haben. Das heißt, es ist eine wild zusammengewürfelte Zusammenstellung, die gar nicht unbedingt zu tun haben muss mit meiner Besiedlung im Darm. Kann sein, dass sie mir hilft, muss aber nicht sein. Viel schlauer ist es, wenn ich ein anderes natürliches Mikrobiom nehme, wo auch hunderte oder zumindest an die 100, 150 verschiedenen Bakterien in einer Harmonie miteinander gelernt haben zu leben. Das heißt, ich bringe ein funktionierendes Team, bringe ich quasi in meinen Darm und die helfen dann wiederum, dass dort alles gut funktioniert. Also nicht einzeln zusammengewürfelte Familien, die nichts miteinander zu tun haben, sondern lebendige Bakterien und das mache ich am besten durch fermentiertes Essen. Fermentiertes Essen, und zwar Gemüse, fermentiertes Gemüse, fermentierte Blätter, fermentiertes Obst manchmal, aber eher nicht so sehr, es ist mehr das Gemüse. Fast jede Kultur hat schon mal fermentiert oder hat irgendein Kultgericht, das fermentiert ist. In Deutschland ist es das Sauerkraut, aber wir können alles fermentieren. Und diese Möglichkeit zu fermentieren hilft uns, dass wir optimale Bakterien ansiedeln im Dünndarm. Das ist eine der besten Lösungen, die man machen kann, neben den anderen, neben dem Behandeln der Ursachen. Okay, das war mein Statement zu SIBO. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonnieren drücken. Und wenn ihr Lust habt, kommt auf unseren Instagram-Channel. Dort gibt es wahnsinnig viele Informationen zu den ganzen Themen, die ich gerade angesprochen habe. Dort könnt ihr nochmal richtig rumstöbern, ganz viel für euch mitnehmen. In dem Sinne, liebe Grüße. Ciao, der Matthias.